Okidoki. 64 Gegner. 4 Secrets und ein paar Teleporter. Wovon einer noch nicht zugänglich ist. Na gut, dann gehen wir mal in den roten zuerst. So. Sehr schön. Okay. Interessanter Raum, I guess. Interessanter Raum. Permanent. Mhm. Da müssen wir mal schauen, wo der was gemacht hat. Hä? Wo? Lol. Wie? Wie funktioniert das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Naja. Irgendwie auf jeden Fall war da noch ein Shotgunner. So, wo bringe ich die Dinger hin? Nice. Hey. Okay, das hier brauchen wir auf jeden Fall. Na gut. Dann schauen wir uns hier unten mal um in der Suppe hier. Aber ich glaube, viel können wir hier noch nicht machen. Wir kommen ja auf jeden Fall zurück. Ist die Frage, bringt es mir was, da hochzuspringen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Oh, aber da. Bei dem anderen haben wir einen Teleporter. Könnte also ein Secret sein. Okay, von da aus wird es ein bisschen schwierig, aber von hier aus schaffen wir das bestimmt. Yes. Aber, naja, kriegen hier halt eine Chain Gun, aber die haben wir ja schon. So, wo kommen wir hier raus? In einem großen Treppenhaus anscheinend. Okay. Auf jeden Fall interessante Map. Wir haben hier jetzt irgendwas aktiviert. Oh, guck mal, das hier ist neu. Da kommen wir jetzt hin. So, zack. Ja, da müssten wir irgendwie drankommen. Wenn's möglich wäre. Wahrscheinlich müssen wir da noch in den anderen Teleporter rein. Oder? Probably. Müssen wir mal schauen. War ich hier jetzt schon drin? Ja. Na gut, da kommt man auch nur hier raus. Ja, dann gehen wir mal in die blaue Tür. Ja, das ist klar.
Die werden sich größtenteils selbst eliminieren. Okay, damit haben wir jetzt was aktiviert. Vielleicht ja schon das Ding für die Rote. Vielleicht haben wir die Plattform schon gelowert. Müssen wir mal gucken. Kann man denn eigentlich nochmal zurück vor allem? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ging das nur über das Secret? Naja, über das Secret weiß ich es zumindest. Aber einen normalen Weg zurück habe ich noch nicht irgendwie noch nicht gefunden. Aber ja, das hier ist jetzt zugänglich. Na gut. Oh je. Jetzt machen wir keine Berserker-Fähigkeit wie im ersten Level, um gegen den zu kämpfen. Der wird jetzt ein bisschen Muni fressen. Na, zack. Okay, nee. Das bringt so nix. Dann werden wir wegshotgunnen. Okay. So, damit haben wir auch irgendwas gemacht. Irgendwo und ich weiß noch nicht wo. Na dann. Oh lol, jetzt kommen wir hier hin. Oh, come on. Nein, ich wollte doch noch nicht... Mensch. Nervig. Ich wollte nur die Munition haben. Also wirklich. So. Und was ich gerne auch rausfinden würde, ist, wie man normalerweise, also man kann ja nicht erwarten, dass man ein Secret findet. Wie würde man normalerweise zurückkommen? Ah, so. Na gut. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, suche ich noch die Secrets und man sieht sich gleich. Okidoki, die Secrets. Wir fangen mal an. Hier kann man rein. Zack. Und können uns hier schon mal die Doppelläufige holen. Yeah. Dann, zack, das hier. Damit kriegen wir dann... Oh no, das wollte ich jetzt nicht. Na, verdammt, nervig. So, müssen wir das nochmal aktivieren? Das ist sogar einmalig. Frech. Frech! Nenne ich sowas auch. In Fachkreisen. In Fachkreisen. Je. Okay, dann nochmal. Also. Wir gehen noch einmal. Hierhin. Schnappen uns die Doppelläufige. Zack. Jetzt speichere ich diesmal aber auch. So, hier glaube ich einfach alles einmal andrücken, damit das... Genau, man hört auch schon, dass sich was bewegt. Man hat, denke ich mal, schon gehört, dass sich was bewegt hat. Ich weiß nicht mehr genau, welches man davon andrücken musste, aber auf jeden Fall einfach andrücken. Und dann... Zack.
LOL. Ist man gefangen. Na gut. Hä? Ist das ein Bug? Muss ich kurz rausfinden. Ja, ist irgendwie tatsächlich bei Design, dass man da rausspringen muss. Weird. Übrigens, tatsächlich, das erste, Secret mit der Soul Sphere, da muss man tatsächlich gar nichts andrücken. Das triggert einfach so alles, was man... Also, es triggert halt einfach so den Zugang zur Megasphere durch einen... durch eine Walkline. So, jetzt aber. Na gut, damit haben wir auch Level 3 erfolgreich geschafft. Man merkt auf jeden Fall schon ein bisschen, dass die Maps alt sind. Die sind wirklich super primitiv und auch noch weird. Die haben auch so diese teilweise Weirdness von den 90er Leveln. Hat zwar durchaus so seinen eigenen Charme, I guess. Aber es gibt ein paar Dinge, wo ich sagen muss, ja, da bin ich froh, dass sie nicht mehr gängige Praxis sind. Aber gut, wenn ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.